So, wir addieren jetzt mal zwei Zahlen im Achtersystem. Ne? Also wir haben hier zwei Zahlen, die im Achtersystem dargestellt sind, und zwar die 2, 5, 4, 6, 1 plus 1, 3, 3, 5, 5. Okay. Die Zahlen wollen wir im Achtersystem addieren. Und vielleicht nochmal kurz, das sind ja nicht, das ist nicht die 25.461 und das ist nicht die 13.355, ne? Sondern man muss sich das so vorstellen, das mache ich hier rechts mal hin. Wir haben die Einer in der Stellenwerttafel hier zum Stellenwertsystem zur Basis 8, die Achter, 8 hoch 1, dann die Stelle mit der Stellenwertigkeit 8 Quadrat, 8 hoch 3, 8 hoch 4 und so weiter. So, wenn ich jetzt hier die 2, 5, 4, 6, 1 eintrage, dann bedeutet das, mach's mal ein bisschen länger hier. Oh, wow, naja. So, ihr wisst, was ich meine, ne? So, dann bedeutet das, ich habe einen Einer, 6 Achter, 4 mal Einheit mit 8 Quadrat, 5 mal Einheit mit 8 hoch 3 und 2 mal Einheit mit 8 hoch 4. Ne? Und das Ganze addiert. Und wenn man jetzt ausrechnen wollte, was ist das eigentlich für eine Zahl, die da steht, dann müsste man ausrechnen 2 mal 8 hoch 4 plus 5 mal 8 hoch 3 plus 4 mal 8 Quadrat und so weiter. Ne? Okay. So, also, die Zahlen, die hier links stehen, sind im Achtersystem dargestellt und jetzt addieren wir die. Wie fängt man an? Ja. Ja, lies mal los. Mhm. Also zum Beispiel jetzt von hinten angefangen, die 1 und die 5. Ja. Okay, also wir rechnen 1 plus 5 gleich 6. Okay, das war noch einfach, ne? Wer kann die nächste Stelle übernehmen? Jetzt wird spannend. Ja? Sehr schön. 6 plus 5 gibt, und jetzt denken wir natürlich im Zehnersystem, aber eigentlich tun wir das gar nicht, sondern wir gucken, wir haben die Zahl 6 und die Zahl 5 und die addieren wir, welche Zahl kommt raus? Die Zahl 11. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wird die 11 dargestellt im Achtersystem? Ja? Können wir mal rechts nochmal in die Stellenwerttafel schauen. Im Achtersystem die 11 ist, wie oft, na klar, wie oft geht die 8 rein? Einmal und dann bleiben noch 3 Einer übrig. Ne? Ich habe einen Achter und 3 Einer ergibt zusammen 11. Das heißt, wenn ich jetzt hier links 6 plus 5 rechne, dann schreibe ich die Einer hier hin und die Achter als Übertrag an die nächste Stelle. Denn jetzt kann man mal im Achtersystem denken, 6 plus 5 ist 1, 3. So, wie sieht es an der nächsten Stelle jetzt aus? Wie geht es weiter? Ja. Genau, 4 plus 3 plus 1 ist, was als Zahl? 8. Und 8 schreibt man im Achtersystem wie? Genau, die 8 ist 1, 0 im Achtersystem, also müssen wir hier 0 hinschreiben und hier die 1. Okay, weiter geht's. Nächste Stelle. Ja? Genau, 5 plus 3 plus 1 ist 9. Und 9 im Achtersystem ist 1, 1, also ein Einer und ein Achter. So, weiter geht's. Nächste Stelle, okay, ja gut, die mache ich selbst. 2 plus 1 plus 1 ist 4, im Achtersystem auch 4, also so. Okay. Das Ergebnis ist jetzt nicht 41.036, sondern 41036 zur Basis 8. Wenn man wissen wollte, was das ist, ne, also 41036 zur Basis 8, müsste man eben die Stellenwerte, also die Stellen mit den Stellenwerten multiplizieren und addieren, um rauszukriegen, was ist das eigentlich für eine Zahl. So.
Hier vielleicht nochmal die Erklärung, warum machen wir das? Das ist, hat einen ganz wichtigen Hintergrund, warum wir das machen, weil sowohl in der Grundschule als auch noch in der Sekundarstufe natürlich wird schriftlich gerechnet im Zehnersystem. Und insbesondere in der Grundschule müssen Schülerinnen und Schüler lernen, mit dem Dezimalsystem umzugehen, überhaupt erstmal eine Vorstellung zu entwickeln von unserem Stellenwertsystem. Inwieweit hier die Bündeleinheiten vorliegen, einer, Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter, und dann darin zu rechnen. Und das fällt Kindern natürlich nicht so einfach. Ne? Oder manchen fällt es einfach, manchen nicht so einfach, aber es gibt gewisse Vorstellungen, die da entwickelt werden müssen. Und um uns selbst nochmal in die Situation zu versetzen, wie man sich fühlt, wenn man sich in ein Stellenwertsystem einfinden muss und entsprechende Vorstellungen zu entwickeln, ist es ganz nützlich, dass wir das mal in einem anderen Stellenwertsystem machen, nämlich beispielsweise zur Basis 8. Okay.